Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und ja, wir sind hier wieder bei unserer Enderman-Farm. Und ich werde mal so gucken, was ich heute so alles erledigen werde. Und es läuft irgendwie extrem flüssig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wie viel FPS? 60 FPS. Oh, kommt aber extrem flüssig vor als sonst. Es gibt viel zu erzählen. Und ich gucke einfach gleich mal, dass ich ein bisschen Holz einfach farmen werde. Und eventuell baue ich mal einen Weg von zu Hause nach hier Enderman City. Aber ich muss mal gucken, wie ich das noch alles genau machen werde. Ich würde erstmal vorschlagen, wir gehen den Weg zurück. Hier wächst nichts. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht funktioniert, aber anscheinend hat das nicht so die krasse Wirkung. Ich gehe den Weg auch zu Fuß nach Hause und werde da nicht irgendwie jetzt hier Dings mich umbringen, weil ich die ganzen Enderperlen gerne zurückhaben würde. Oben rechts seht ihr ein kleines Bild, also oder oben links, oben links seht ihr, Moment, ich gehe falsch, ich muss ja zum Ausgang. Oben links seht ihr ein kleines Bild, da habe ich, nachdem wir am Samstag aufgenommen haben, habe ich, also war ich noch ein bisschen auf dem Server und habe ein bisschen EP gefarmt, dabei ein paar Sachen gemacht. Und ja, somit hat sich dann die ganze Zeit, ja super, das will ich nicht sehen. Und somit haben sich die ganze Zeit wieder Endermänner gebildet, die habe ich hier umgebracht, EP bekommen und so weiter. Und am Montag habe ich nicht gestreamt, für alle, die dann jetzt direkt fragen, was hast du im Stream gemacht. Ich habe Hearthstone gespielt, weil es ein extrem anstrengender Tag war und ich brauchte eine chillige Auszeit und dafür ist Hearthstone immer gut geeignet. Es schauen nicht viele Leute, der Chat ist überblicklich und ich kann sehr gut Fragen beantworten. Wir hatten richtig viel Spaß. Und ja, also ich muss mal gucken. Ihr seht ja dann, wenn ich entweder Laune für Pistenhaus-Stream habe oder nicht. Ich bitte halt immer nur gerne, dass man dann nicht einfach die ganze Zeit spammt, oh, kein Pistenhaus, voll scheiße, das Spiel ist langweilig. Dann leftet bitte einfach, wenn das Spiel euch nicht gefällt. Und motzt nicht rum, wie weiß ich was. So. Das war, glaube ich, alles, was ich erzählen wollte. Nee, ich habe jetzt mein altes Mikro, beziehungsweise mein neues Mikro wieder. Thomann hat mir das zurückgesendet, hat das repariert. Ich musste es nicht bezahlen, weil Garantie noch drauf war. Und die Qualität ist jetzt wieder so gut wie vorher. Und es ist für mich halt jetzt auch viel einfacher wieder aufzunehmen. Es ist viel chilliger, weil mit dem T-Bone, das ist halt das Mikrofon, was ich auf den Tisch stelle. Und wo ein Wackelkontakt ist, ich darf nicht ans Kabel kommen. Das Kabel liegt auf dem Tisch. Und das Mikrofon steht halt auf dem Tisch. Was beim Rode, jetzt was ich gerade habe, nicht der Fall ist, weshalb ich extrem gut auf dem Tisch arbeiten kann. Das Mikrofon schwebt ja vor mir und behindert mich in keinster Weise und das ist ultra praktisch. Also es ist schon ultra geil, was ich mir zusammengebastelt habe. Und ja, deshalb, ne, wisst ihr auf jeden Fall da auch wieder mal Bescheid. Ich habe jetzt eine... Ich bin ja momentan wieder auf Anime Streak und muss mal schauen, was ich jetzt als nächstes gucke. Ich hatte jetzt zuletzt Akamega Kill geschaut, kennen auch eventuell viele. Ich will nicht so gerne spoilern, weil wenn ich jetzt irgendwie jemanden quasi schon die Story erzähle. Ich fand Akamega Kill eigentlich sehr, sehr gut. Ich hatte Akamega Kill, ich vergleiche so ein bisschen mit Game of Thrones ab der Hälfte, komme ich auch gleich noch zu, warum. Denn ich hatte Akamega Kill angefangen und da passiert ja am Anfang nicht so ich versuche ein bisschen so zu, übrigens zu erzählen, dass das jetzt nicht so ein Spoiler ist für manche Leute, sondern dass das jetzt so ein bisschen objektiv betrachtet wird und die Leute wissen, yo, worauf sie sich einlassen, wenn sie den schauen. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, der ist nicht schlecht. Also ist es ja so, am Anfang, dass die Story sich so ein bisschen aufbaut und es wird eventuell am Anfang extremst langweilig und ab der Hälfte, wo dann auch keine deutsche Synchronisation mehr vorhanden war, habe ich dann abgeschaltet und später habe ich dann jetzt wieder eben angefangen, an einem Tag habe ich das dann durchgeschaut, weil ab dem Moment, wo es japanisch, also nur noch deutsche Untertitel gab, war der Moment so, dass es spannender wurde
Und da fing auch jetzt wirklich so der Moment an, wo ich sage, der Anime hat sich komplett verändert. Und es ging einfach nur noch ab. Ich habe den innerhalb eines Tages komplett durchgeschaut. Weil eben auf einmal stirbt der eine Charakter nach dem anderen. Weil eben diese krasse Konfrontation einfach steht. Ich weiß nicht, ob die sich dann von dem Anime ein neues Denkkonzept nach der Hälfte entwickelt haben. Aber sobald eben das neue Intro zum Beispiel da war, war alles so von der Stimmung komplett anders. Das war richtig krass. Also das war nicht mehr so ein, jo, alles wird zermetzelt, sondern, jo, jetzt geht's halt, jetzt muss man rechnen, dass einfach jederzeit irgendwer stirbt. Weil jetzt kommt die Zeit, wo halt zurückgeschlagen wird und wo es ernst wird. Und das ist halt richtig gut rübergebracht, meiner Meinung nach. Und bei solchen Animes ist es halt gefährlich, sag ich jetzt mal. Oder ist die Drohung, jetzt zum Beispiel Code Geass ist ein super Beispiel. Der Anfang spricht mich null an von dem Anime. Aber ich habe gehört, dass der extrem gut sein soll, Code Geass, wenn ich es gerade nicht gesagt habe. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, schaue ich den weiter oder nicht, weil ich halt den Anfang ultra langweilig finde und halt die ganze Situation, oh, es gibt Battles, oh mein Gott, wow, da überlebt irgendeiner und die können entkommen. Das ist für mich nicht wirklich spannend. Oder so Battles, wo, oh, alle überleben, alles klar, wir sehen uns dann im nächsten Kampf. Nein, wenn, dann sollte bei einem Kampf schon es um etwas gehen und nicht einfach, yo, es ist ein Kampf, wir sehen uns später wieder, Leute. Das verdirbt irgendwie so richtig die Spannung bei Kämpfen, wenn man weiß, yo, da stirbt sowieso keiner und das hat keinen wirklichen Einfluss darauf, wie jetzt das Geschehen sich ändert oder so. Andererseits eben bei Akame ga Kill, wo du dann einfach denkst, yo, das ist ein richtig festes Mitglied und was? Tod? Oh mein Gott. Und zum Beispiel ein Tod, der war halt richtig traurig. Er war halt aus der Sicht von den Hauptcharakteren oder die Charaktere, für die man eigentlich sein soll, eben diese Widerstandskämpfer, war der halt böse, aber eigentlich so war der gar kein schlechter Mensch. Es war halt dieser, ich will halt nicht spoilern, und dann ist es halt richtig traurig, wenn er einfach so stirbt und er denkt an seine Familie und so und das nimmt einen schon dann mit und wenn dann auf einmal die Person stirbt, das ist halt extrem krass. Aber für alle, die den Anime geguckt haben, ist dies Patrick? No, das ist Justice. Dieses eine Mädchen mit der Gerechtigkeit, das war ja sowas von krank, ey. Da habe ich so viele Memes auf Twitter gepostet, das war ja schon ziemlich feierlich, ne? Ich kann ja mal zu der anderen Baumfarm gehen, wir haben ja noch eine andere Baumfarm und da ein bisschen abholzen. Und ja, wollte jetzt mit einem anderen Anime starten. Ich habe mir jetzt, habe ich mich mit Exxon geeinigt, mit dem habe ich immer Fullmetal Alchemist Brotherhood geschaut und das schaue ich, also wir haben uns darauf geeinigt, yo, ich schaue das jetzt in der Bahn, also downloade ich mir und dann schaue ich das in der Bahn. Natürlich alles legal, Leute. dass ich was zu schauen habe und ich habe auch schon jetzt den nächsten Anime, ich habe in meinem Netzwerk, wir haben auch so ein Forum, da habe ich dann off-topic mal gefragt, yo Leute, kennt ihr gute Animes, könnt ihr mir irgendwelche empfehlen und da kam halt dieser Anime, ich weiß gerade nicht, wer er heißt, aber ich werde ihn, glaube ich, auf jeden Fall anschauen, der hat nur 23 Episoden und ja, mal schauen, was daraus so wird, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, Akame ga Kill ist eigentlich ein recht guter Anime. Ihr müsst ihn am Anfang einfach nur aushalten, sage ich mal so. Dann wird er richtig gut, wenn ihr ihn aushalten könnt. Oder die Frage war eben auch so, sowas sacken lassen erstmal. Wie bei Akame ga Kill. Lasse ich das erstmal sacken? Jetzt zum Beispiel Code Geass, soll ich das erstmal sacken lassen? Weil ich habe jetzt ein Anime geschaut, den ich richtig gut fand, eben Akame ga Kill. Und dachte mir eben jetzt so, yo, soll ich das erstmal sacken lassen, weil ich bin immer noch geflasht von diesem Anime. Mir hat er ja richtig gut gefallen. Ich hatte jetzt eine Review gesehen. Ich schaue dann immer gerne so, yo, was meinten andere Leute zu dem Anime? War der jetzt gut für sie? Fanden die den auch so gut, wie ich fand? Was für Aspekte fanden die? Und er meinte zum Beispiel, dass die Tode halt einfach plötzlich kamen. Und das war halt, er meinte, keine Beziehung aufgebaut. Wenn der Typ keine Beziehung über 15 Episoden aufbauen kann, die Leute schon so ihre Story erzählt haben und so, kann ich mich nicht ganz anschließen. Also ich kann relativ schnell
einen Bezug zu Personen aufbauen, merken, yo, wie ticken die und so, und hat auch ein bisschen was mit Einfühlungsvermögen zu tun. Deswegen waren halt diese Tode dann einfach so geflasht. Fand ich aber nicht so krass wie bei Attack on Titan. Bei Attack on Titan war es ja so, dass die Charaktere, es war so, dass die Hauptcharaktere so gelebt haben, ne? Ihr Zeit beim Militär, und dann waren halt Nebencharaktere dabei, die, das waren halt einfach, sag ich jetzt mal, Kollegen, ne? Und die sterben dann. Aber wirklich bei Akame ga Kill war es so, dass es dann eben Charaktere waren, die wirklich so als Familie schon gelten konnten, und die sterben dann einfach eben so plötzlich, und das ist noch, finde ich, mal eine andere Basis als zum Beispiel Attack on Titan. Das Attack on Titan Feeling ist relativ gut, nur nicht so krass wie zum Beispiel Akame ga Kill, wenn die sterben. Bei Attack on Titan war es halt Watsch, der Nächste. Aber so ganz genau, wie verstörend die dann waren, konnte man nicht so ganz einfühlen. Ich denke auch, weil man diese Situation nicht so krass kennt, so im Krieg zu sein und dann stirbt einfach der Kamerad, aber eben, da fand ich bei Akame ga Kill dieses, oh was, der stirbt, da fand ich das Feeling viel krasser, weil die Personen auch ein viel näher, der Bezug eben zwischen den Charakteren war viel krasser und viel stärker, dass man eher sagen konnte, yo, das war jetzt traurig, dass der gestorben ist, und zwischen den einzelnen Parteien. Und der Endkampf war überepisch. Einfach weil zwei Charaktere zum Beispiel gekämpft haben, die ich übelst mochte. Ja. Deswegen war das schon ziemlich krass. So. Das zu dem Thema. So. Wo kommen Enderman? Wir sollten vielleicht die Enderperlen bekommen. Wir haben so wenig. Ah, ey, Enderman. Was machst du? Geh weg, danke. Reiß mich jetzt weiter an. Dann kriegst du hier die Todeskombo, ne? Nö, jetzt stirbst du. Tut mir leid. Oh, dann kriegen wir sogar Enderperlen. So. Bäm, bäm, bäm. Und dann wieder die Waffe auswählen. Und dann haben wir, glaube ich, relativ viel Holz gesammelt. Und schmeißen das nicht in die Sortiermaschine, denn wir bauen ein bisschen an der Sortiermaschine weiter. Ich muss gucken, ob ich in der nächsten Episode mit den anderen aufnehmen kann. Da ich ein Vorspiel habe. Und die Generalprobe ist am Samstag. Dann, wenn wir aufnehmen. Wir haben jetzt die Zeiten geändert von 19 auf 16 Uhr, dass wir mittags aufnehmen und nicht eben abends, wo man meistens schon am Essen ist. Also meine Eltern fangen dann an zu essen, und dann, wenn ich da nicht die ganze Zeit dabei bin, regen sie sich immer auf. Oh, was machst du denn? Du isst nicht mit uns. Ist ein schlechter Sohn. Okay, das sagen die nicht, aber ist halt blöd, wenn ich dann zum Abendessen nicht da sein kann und dann hier so Zeugs zu tun habe. Und ja, und dieses ewige, stressige, dann zwischendurch vielleicht noch was essen. Das finde ich nicht schön. Ich esse immer gerne in Ruhe, schaue dabei immer ein bisschen YouTube oder eben Anime. Und das ist für mich viel schöner und entspannender, als so hektisch dann was zu essen. Ist, glaube ich, auch verständlich. Ich nehme mal ein bisschen Glowstone. Haben wir hier noch die Kiste stehen? Nein, haben wir nicht, okay. Eichenholzstufen brauchen wir? Dann brauchen wir auch Eichenholztreppen. Die sind sogar, glaube ich, hier irgendwo drin. Keine Redstone-Blöcke. Brauchen wir noch Redstone? Ich glaube, wir haben keine Redstone mehr, oder? Muss ich gleich auch mal nachgucken. Wir haben echt keine Holzstufen. Das ist krass, das wundert mich. Ich dachte, wir hätten Holzstufen drin. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir welche drin hatten. Aber naja. Weiß man nie, was alles in dieser Teammaschine so drin hängt. So. Und wir brauchen noch dann Steinziegel. Steinziegel müssen wir auch relativ viele haben, da wir ja schon einige wieder einsortiert haben. Ne, Redstone haben wir echt viel zu wenig. Ups, wollte ich nicht. Dann hole ich mir mal eben eine Kiste und stelle die hier eben hin. Redstone-Truhe geht auch, meinetwegen. So, das kommt da alles rein. Und dann gehe ich mal eben zum Spawn und hole mir ein wenig Redstone. Haben wir ja unseren Super Minecart Express. Boah, musste ich das Wort gerade retten. Habe ich nicht ganz hinbekommen am Anfang, aber dann hat sich's doch ein wenig verbessert. So, haben wir hier rein und auf die Post. So, wir müssen uns ja eigentlich nicht bewegen, aber wir machen es einfach mal, weil es schneller geht. Ich habe das ja so optimiert, dass man auch eigentlich stehen bleiben kann.
Aber so geht es eben trotzdem noch immer schneller. Und es buggt ein bisschen. Aber ich glaube, das Minecart-Fahren hat immer schon sehr, sehr gebuggt. Da kann man nichts dran ändern. Doch, können die Entwickler ändern. Aber ich als einfacher Mensch kann da nichts ändern. Ich kenne mich mit Programmierung leider nicht aus. So. Ich muss mal gucken, dass ich in den nächsten Parts mal wieder ein bisschen am Jump'n'Run arbeite. Ich habe relativ wenig am Jump'n'Run in letzter Zeit gearbeitet. Eventuell, wenn ich dann einen Stream mache, werde ich wieder ein bisschen am Jump'n'Run arbeiten. Muss ich aber gucken. Minecraft ist halt sehr, sehr anstrengend zu streamen im Vergleich zu zum Beispiel Hearthstone. Das sind Slimeblöcke, die brauche ich nicht. Weshalb ich auch sehr häufig eventuell sage, yo, ich nehme jetzt lieber Hearthstone auf und ich bitte dann auch um Verständnis. Weil Hearthstone ist halt, ich kann mich hinchillen und muss vielleicht mal die Maus bewegen, ganz wenig überlegen. Weil es halt auch so, es ist mittlerweile für mich nur noch so ein Prozess. Ich leg das, alles klar. Ich weiß schon Bescheid, was kann der Gegner machen. Kenne die Karten vom Gegner, muss nicht erst überlegen, was der Gegner für Karten haben könnte. Kenne die Spielweisen meiner Gegner. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Problem. Da irgendwie chillig im Stream zu machen, es sind nicht so viele Leute da. Man kann einfach Fragen beantworten. Während bei Minecraft, Leute, spiele ich mit beiden Händen. Ich muss mich auf Minecraft konzentrieren. Die ganze Zeit was machen, bauen. Und muss auch noch dann auf den Chat achten. Das ist halt alles, sind halt alles so Aspekte, wo ich sage, yo, ist nicht gerade easy, ne? Also, da muss ich schon die ganze Zeit gucken. Wenn das Internet dann abschmiert, dann ist das auch extrem lästig. Was sehr häufig passiert in letzter Zeit. Obwohl, in letzter Zeit, wenn ich es überlege, schmiert das Internet nicht sehr häufig ab. Aber beim Stream kommt es in letzter Zeit schon wieder häufiger vor. Naja, mal schauen, wann unser super Internet, was wir bekommen sollen, mal fertig ist. Und da drücken wir noch 7 Mal. 1, 2, obwohl 4 Stück genügen eigentlich. Das dürfte erstmal genügen. Ich hätte eigentlich mehr mitnehmen können, aber ist egal. So. Dann baut sich unser Pistenhaus sehr langsam auch auf. Am liebsten würde ich ja mal allen Stein da wegnehmen und einfach gucken, wie das Pistenhaus so von außen aussieht. Das stelle ich mir richtig krass vor. Oder Erde und Stein wegnehmen. Dann sieht man so die Struktur des Pistenhaus. Pistenhaus. So. Ja, und die Kurve. Kann man was essen? Nein. Ups. Und wir sind gleich da. So. Können ja da meinetwegen hier noch eben bei der Holzfarm vorbeischauen. Hier liegt noch ein bisschen Holz, ein paar Setzlinge, ein paar Äpfel. Äpfel kann man immer gut gebrauchen, denke ich. Die sind schön gesund. Apple a day keeps the doctor away. Ne, wisst ihr Bescheid. So. Und dann bringen wir mal das ganze Zeug hier rein. Eigentlich nur zu rein, das. Nee, das eben nicht. So, einmal runter. Und dann hier mal eben alles rausholen. Und dann können wir nämlich in der nächsten Episode direkt hier ganz easy hinten alles bauen. Dann haben wir wieder was zu tun für die nächsten Episoden. Und dann gucke ich, dass wir auch mal wieder hinten ein bisschen weiter bauen in den Streams und eben beim Jump'n'Run, dass die Sortiermaschine mal wieder ein bisschen hier voran wird. Ich meine, irgendwann mal muss sie ja auch fertig werden, ne? Hier sieht man schön Glas. Ich überlege, ob ich mal alle Ressourcen, die wir hier noch nicht so drin haben, zum Beispiel sowas wie Namensschild, okay, das ist selten, aber dass ich mal bewusst viel Fichtenholz herstelle, dass mal hier das ganze Zeugs drin landet. Das wäre eine Möglichkeit. Deswegen lasse ich, glaube ich, das hier mal erstmal offen. Das wäre echt... Ich glaube, das wäre mal eine super Idee, dass man wirklich alles in der Reihe hat. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber auch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn einer Akamega Kill kennt, dann schreibt mal eure Meinung zu Akamega Kill. Wie fandet ihr den Anime? Fandet ihr den gut? Im Vergleich zu anderen, die ihr kennt. Ich habe es halt mit Attack on Titan verglichen, weil diese plötzliche Tode schon ziemlich krass waren.
Und ja, wie immer, wenn ihr ein Ultra-Anime habt, wo ihr auch sagen könnt, boah, das ist schon krass, ne? Code Geass, übrigens, Wort gesagt, dass das Ende so krass ist. Könnt ihr das bestätigen? Bitte keine Spoiler. Wer spoilert, kriegt den Insta-Ban für den Channel. Also für den gesamten Kanal, nie wieder Kommentare schreiben, nie wieder Nachrichten. Boah, bin ich ein fieser Mensch. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wirklich schönen Tag. Oder sonst irgendwann, wenn ihr das Video schaut. Und eine gute Nacht, wenn ihr so um 2 Uhr nachts schaut. Aber ihr solltet ja wieder schlafen, ne? Es sei denn, es ist Wochenende. Aber ja. Ich sage tschüss, bis dann und man sieht sich.